Hallo zusammen. Dieses Mal habe ich blattförmige Plätzchen für euch gebacken. Als erstes werden wir Eier, Zucker und Butter miteinander vermischt. Dazu geben wir Vanillezucker, Backpulver und Mehl. Dann verknetet ihr das Ganze mit den Händen so lange, bis ein nicht zu klebriger Plätzchenteig entstanden ist. Nachdem unser Teig fertig ist, formen wir aus dem Teig kleine Kugeln. Anschließend könnt ihr so eine Plattform geben und mit einem Messer ein gittförmiges Muster eindrucken. Aber zuerst Messer in Kakao eintauchen. Und jetzt im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad circa 15 bis 20 Minuten backen. So, meine blattförmigen Plätzchen jetzt alle fertig. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt. Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute werden wir Erdnussriegel zubereiten. Zuerst Zucker und Honig vermengen und bei niedriger Hitze ca. 3 Minuten zum Kochen bringen. Zucker und Honig erhitzen, bis der Zucker geschmolzen ist. Ständig unterrühren und goldbraun werden lassen. In diese warme Masse die Erdnuss zugeben und schön verrühren. Die Masse in der vorbereiteten Alufolie füllen und glatt streichen. Danach schneiden und kurz abkühlen lassen. Also unsere heutige süßen und leckeren Erdnussriegel jetzt alle fertig. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben sind wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt. Hallo zusammen! Heute backen wir einen ganz leckeren Kuchen, welcher Maulwurfkuchen heißt. Für den Kuchenboden müssen wir Eier und Zucker mit einem Mixer geschmeidig rühren. Mehl und Kakao vorsichtig sieben und vermengen. Teig in die Springform geben und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad ca. 40 bis 45 Minuten backen und danach auskühlen lassen. Für die Creme müssen wir Quark, Puderzucker und Sahne etwa 3 Minuten steif schlagen. Die Creme ist schon fertig, die muss steif aussehen. Den Kuchenboden mit einem Esslöffel ca. 1 cm tief aushöhlen. Dabei ringsherum einen Rand von 1 bis 2 cm stehen lassen. Das ausgelöffelte Gebäck zerkrümeln und beiseite stellen. Bananen längs halbieren und den Boden damit auslegen. Die Sahnefüllung kuppelförmig auf die Bananen und den Tortenrand streichen. Gebäckkrümel auf der Sahne verteilen und leicht andrücken. Die Torte dann mindestens 2 Stunden kalt stellen. Mein sahniger Kuchen mit Bananen und einer Streuselhaube ist fertig. Hoffentlich gefällt er euch. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben sind wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt. Hallo zusammen! Heute backen wir eine köstliche Schokoladentorte namens Schwarzer Prinz. Sie schmeckt sehr lecker, also lasst euch inspirieren. Als erstes werden wir Mehl, Kakao und Backpulver vorsichtig sieben und vermengen. Eier mit Zucker etwa 3 Minuten schaumig rühren. Schmand und Öl dazugeben und wieder eine Minute glatt rühren. Nach und nach Mehl unterheben. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen
und eine Springform mit Backpapier auslegen. Den Teig in die Form geben und ca. 30 bis 35 Minuten backen. Für die Creme müssen wir Butter, Puderzucker und Vanillezucker steif schlagen. Sahne dazugeben und wieder etwa eine Minute schlagen. Die Creme ist schon fertig. Die muss so aussehen. Den Kuchenboden in drei Teile teilen und alle Seiten mit der Creme beschmieren. Schließlich mit Schokoladensträucheln dekorieren und die Torte etwa 2 Stunden kalt stellen. Meine heutige Schokoladentorte ist fertig. Lasst es euch schmecken. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben sind wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt. Hallo zusammen! Ich zeige euch heute das Rezept für leckere Kaffeebohnenkekse. Den löslichen Kaffee im heißen Wasser auflösen. Weiche Butter, 2 Eigelb und Puderzucker cremig rühren. Den aufgelöschten Kaffee und Schmand hinzufügen und schön verrühren. Dazu geben wir Kakao, Backpulver und Mehl. Dann verknetet ihr das Ganze mit den Händen so lange, bis ein nicht zu klebriger Plättchenteig entstanden ist. Den Teig abdecken und etwa eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Nachdem unser Teig fertig ist, formen wir aus dem Teig kleine Kugeln und legen sie auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Mit einem Zahnstocher einmal die Mitte der Bohnen tief eindrücken. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen und diese dann ca. 15 Minuten backen. Meine heutigen Kaffeebohnenkekse sind fertig. Lasst es euch schmecken! Das Rezept und die genauen Mengenangaben sind wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt. Hallo zusammen! Willkommen zurück! Heute werden wir Hörnchen mit Cremefüllung zubereiten. Als erstes werden wir Eier, Zucker, Vanillezucker, Hefe und Öl schaumig rühren. Dann gießen wir lauwarme Milch hinein und fügen Mehl hinzu. Verkneten wir das Ganze mit den Händen so lange, bis ein nicht zu klebriger Teig entstanden ist. Den Teig abdecken und an einem warmen Ort gehen lassen. Für die Creme müssen wir Eigelb mit dem Zucker vermengen, das Mehl und den Vanillezucker zugeben und dann langsam und immer unterrühren, die Milch zugeben. Bei kleiner Hitze unter ständigem Rühren zu einer Creme werden lassen. Das dauert etwas. Auf keinen Fall aufhören zu rühren, sonst klumpt es. Unter ständigem Rühren abkühlen lassen. Jetzt die Creme mit der Butter vermengen und auskühlen lassen. Nachdem unser Teig fertig ist, formen wir aus dem Teig kleine Kugeln. Eigelb darauf streichen und im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad Heißluft ca. 20 Minuten backen. Jetzt können wir ausrollen und, um es zu füllen, nehmen wir etwas Creme und etwas Erdbeermarmelade. Hörnchen darauf formen und nochmals für 30 Minuten gehen lassen. Unsere heutigen Hörnchen sind fertig. Lasst es euch schmecken. Das Rezept und die genauen Mengenangaben sind wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt. Hallo zusammen! Willkommen zurück! Heute werden wir Apfelgitterkuchen vom Blech zubereiten. Als erstes werden wir Eier, Zucker, flüssige Butter, Vanillezucker und Backpulver
mit einem Mixer geschmeidig rühren. Dann fügen wir Mehl hinzu und verkneten wir das Ganze mit den Händen so lange, bis ein nicht zu klebriger Teig entstanden ist. Den Teig abdecken und etwa 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Für die Füllung zwei große Äpfel gut abwaschen, abtrocknen und reiben. Die gereibten Äpfel mit Zimt und Zucker mischen. Nach 30 Minuten holen wir den Teig aus dem Kühlschrank und formen wir zwei ungleichmäßige Kugeln. Die große Kugel ausrollen und um es zu füllen, nehmen wir unsere Apfelfüllung. Aus dem restlichen Teig dünne Streifen schneiden und gitterartig über den Beleg legen. Jetzt können wir im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad Heißluft ca. 20 bis 25 Minuten backen. So! Unser heutiger Apfelkuchen ist fertig. Sie können natürlich auch mit Puderzucker bestäuben. Das Rezept und die genauen Mengenangaben sind wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Küche. Heute gibt es bei uns Honigkekse. Als erstes werden wir Eier, Zucker und Honig vermengen und schaumig schlagen. Öl mit vermengen und dann fügen wir Backpulver, Vanillezucker und Essig hinzu. Das alles geschmeidig rühren. Und dann fügen Mehl hinzu. Dann verkneten wir das Ganze mit den Händen so lange, bis ein nicht zu klebriger Teig entstanden ist. Aus dem Teig kleine Kugeln formen. Und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Anschließend könnt ihr Eigelb darauf streichen, mit einem Gabel ein gitterförmiges Muster eindrucken und im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad Heißluft ca. 15 bis 20 Minuten backen. Unsere heutigen Honigkekse sind fertig. Schmeckt sehr lecker. Das Rezept und die genauen Mengenangaben sind wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!